Skulptur, die die Sinne animiert. Ein Objekt, was mehrere Funktionen miteinander verbindet. Eine Art Raummöbel, was eine Trennwandfunktion, eine Projektionswandfunktion hat, die übergeht in eine Bank und einen Tisch. Also ein mehrfach oder auf vielen Ebenen animierendes Objekt, was den Besucher neugierig macht, das Objekt zu umrunden, zu erkunden, zu besitzen, zu besetzen und zu erfühlen. Also in vieler Hinsicht ein sehr kommunikatives Objekt. Das Besondere an der Flow Study ist die Arbeit mit den Geometrien. Einerseits die Kurven, die steigen, fallen, sich im Grundriss bewegen, die Funktion der Trennwand, dieses vertikale Element überführen in ein liegendes horizontales Element. Der dritte Aspekt, den wir bei der Flow Study verfolgt haben, ist die technische Umsetzung, die eine sehr besondere ist, da sie das Objekt selbst im 3D-Modell entwickelt wurde und direkt von der ausführenden Firma eben mit 3D gesteuerten Fräsen umgesetzt worden ist. Das ermöglicht uns eine Art Rapid Prototyping, also wir können sehr komplexe Geometrien sehr schnell, sehr direkt, ohne Schnittstellenverluste und auch am Ende kostengünstig umsetzen und damit aus Standardmaterialien, aus Systemmaterialien sehr spezielle Formen generieren.